Nächste Wortmeldung vom Herrn Abgeordneten Peter Haubner. Geschätzter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren auf der Regierungsbank, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus, der Kollege Kickl hat seine EU-Tiraden abgegeben und ist gegangen. Das erinnert mich ein bisschen an das Gleiche wie in Großbritannien, dort war das auch ungefähr so. Meine Damen und Herren, er behauptet, die EU hat uns nichts gebracht. Ich möchte dem mal ganz klar entgegenhalten. Was hat uns die EU gebracht? Ein Anstieg des realen BIP in Österreich um 0,9% pro Jahr. Das sind kumuliert seit 1989 63 Milliarden Euro. Schaffung von rund 18.500 Arbeitsplätzen pro Jahr. Das sind, seit wir bei der EU sind, 480.000 Arbeitsplätze. Dann haben wir eine niedrigere Inflationsrate. Wir haben um 7.000 ein höheres Einkommensniveau für jeden Österreicher als wie ohne EU-Integration. Also, meine Damen und Herren, ich glaube, diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Und wenn der Herr Kickl das EU-Wappentier als das hohe Ross bezeichnet, dann muss ich sagen, das Wappentier der FPÖ ist die Blindschleiche, weil Sie wollen das nicht sehen, meine Damen und Herren. Ja? Und ich möchte hier schon eine Facette einbringen. Die EU hat ihren Ursprung seinerzeit nach dem Zweiten Weltkrieg in der Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Und dahinter stand die Idee, dass die Menschen, die miteinander arbeiten, die Handel betreiben, sich wirtschaftlich verflechten, kriegerische Auseinandersetzungen verhindern. Ja, und da ist 1948 die EWR gegründet worden. Und meine Damen und Herren, bedenken Sie, dass wir heute in Europa 70 Jahre in Frieden und Freiheit leben. Und dass die jüngere Generation sich eine EU ohne Grenzen, eine Europäische Union mit Grenzen, Grenzkontrollen gar nicht mehr vorstellen kann. Und dass der Euro heute eine Währung ist, die in ganz Europa gilt. Und man auch nur einen Satz zum Euro. Der Euro, kann man sagen, steht heute besser gegenüber dem Dollar als seinerzeit bei einer Einführung, das auch noch ergänzend zu der wirtschaftlichen Kompetenz. Ja, meine Damen und Herren. Aber eins ist auch ganz klar, müssen wir die Sorgen der EU-Bürger zur Kenntnis nehmen und müssen wir ernst nehmen. Aber wenn EU-Gegner eben regieren wollen, dann verlieren Bürger und das Land, meine Damen und Herren. Und wenn wir uns im Vorfeld das anschauen in England, dann war das ja genauso. Denn die Argumentation der Aussteiger, die war geprägt von Angst und Angstmacherei, von Halbwahrheiten und wenig Sachkundigkeit und von vielen, vielen leeren Versprechungen. Und dann ist nicht kein Wunder, dass auf diese vielen leeren Versprechungen, auf gut Deutsch gesagt, die Menschen halt teilweise hineingefallen sind. Und die Führer dieser Ausstiegsbewegung sind nicht mehr da. Kollege Kickl ist auch nicht da. Also ich kann mal hier wieder einen kleinen Vergleich ziehen. Und die Zeche, meine Damen und Herren, die zahlen aber vor allem die jungen Menschen. Und deshalb bin ich wieder bei Jakob Auer. Sie müssen eine Stimme haben und Sie müssen diese Stimme auch nutzen. Denn es wird sich, und gerade bei Großbritannien ist es bedauernswert, werden sprichwörtlich viele Arbeitsplätze über den Kanal gehen. Und damit ist natürlich ein Problem gegeben, das wir heute in Großbritannien haben. Großbritannien ist ein gespaltenes Land. Ein gespaltenes Land zwischen Jung und Alt, zwischen Städten und ländlichen Raum und zwischen Schottland und England. Und wenn ein Land gespalten ist, dann wachsen auch die Probleme. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir hier unseren Arbeitsauftrag ernst nehmen, dass wir hier ganz klar die EU-Gemeinschaft stärken, dass das Image der EU wieder aufpoliert wird und dass wir in Österreich die Vorteile genau erklären. Wir brauchen heute ein bisschen mehr Optimismus und Tatkraft, um in die Zukunft zu blicken. Und wenn wir über Wirtschaft sprechen, dann müssen wir auch über CETA sprechen. Und deshalb, Herr Vizekanzler, herzlichen Dank, dass wir das CETA-Abkommen zu einem gemischten Abkommen gemacht haben. Weil das ist wichtig, weil damit können wir das auch hier im Parlament behandeln. Und wer für Wirtschaft und wer für Europa ist, der muss auch darüber sprechen, dass wir in einem Wettbewerb der Kontinente sind und nicht in einem Wettbewerb der Kleinregionen. Und deshalb sollten wir uns auch dieser Thematik eingehend widmen. Ich möchte enden mit einem Zitat von Helmut Kohl. Zur Politik der europäischen Einigung gibt es keine verantwortbare Alternative. Wenn wir Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand für alle Bürger unseres Kontinents auf Dauer sichern wollen, dann bleibt es unsere Aufgabe, mit Engagement und Optimismus für den Bau des Hauses Europa einzutreten. Denn Europa, und das gilt besonders für die junge Generation, ist unsere Zukunft. Dem ist nichts hinzuzufügen. Applaus